Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished. Unsere kleine Siedlung hat ja in der letzten Folge durch die Nomaden ganz schön an Zuwachs gewonnen. Nur leider, und das muss man wirklich so sagen, ist es so, dass wir uns auch den Typhus geholt haben. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Leute hier behandeln. Wir haben ja eine ganze Menge Medizin auf Lager gehabt. Ich habe unsere Herbalist sofort losgeschickt, dass sie Medizin sammeln. Und ich hoffe, dass das jetzt soweit eingedämmt ist. Wir hatten also bis zu 7 Patienten. Jetzt haben wir nur noch 4. Und ich mach mal kurz ein Screenshotchen. So. Ich hoffe, dass sich das jetzt hier so wieder fängt und dass wir die Leute hier behandelt bekommen. 4 Patienten. Also ist nochmal angestiegen jetzt. Hoffentlich stecken sie sich jetzt hier nicht gegenseitig an. Unsere Felder sind schon haben schon genug Leute, die da arbeiten. So, was ich jetzt wirklich schade finde, ist, dass wir keine Schafe mehr haben. Oh, ein Händler. Ach nee, bei dem haben wir ja schon gekauft. Ich hätte gerne von dir Tiere, hätte ich gerne. Und zwar, du lieferst ja ziemlich viel. Ich bestelle mal bei dir. Was bestellen wir denn mal? Der hat, glaube ich, nur Pflanzen. Mushrooms, Fische, Herbs, Iron, Eggs. Eggs werden wir mal bestellen. Korn bestellen wir. Chicken bestellen wir. Ale bestellen wir. Hier, Samen bestellen wir. Was können wir denn noch für Samen gebrauchen? Ja. Mais-Samen können wir noch bestellen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Mal gucken. Hier unsere Kathedrale beginnt zu wachsen. Da muss ich nochmal einen Screenshot von machen. Das sieht immer doof aus mit den Menüs, deswegen mache ich die mal zu. So, und erledigt. Die Kapelle ist im Bau. Und, wie sieht's aus? Wollen wir zu fertig sein? Wir haben hier alles schon da. Es sind 16 Arbeiten. Ja, das braucht noch einen Moment. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch wieder ein bisschen in den Turbo-Modus starten. Wir gehen mal hier nicht auf 10-fach, aber auf 5-fach. Und wir gucken mal, wie wir hier so vorankommen. Wir haben jetzt 1200. Wie viel darfst du denn eigentlich machen? Wie viel Feuerholz? 3000. Okay. Also, Holzstämme haben wir genug. Und wir haben Feuerholz genug. Nahrung könnte jetzt ein bisschen mehr sein, aber das kriegen wir noch geregelt. Wie viele Leute haben wir? Wir haben jetzt 80 Einwohner. Das heißt, in den letzten 2 Folgen haben wir fast 20 Einwohner mehr gekriegt, Erwachsene. Und es gibt 7 in Ausbildung und 8 Kinder. Bei den Kindern müssen wir mal gucken, dass wir die vielleicht noch ein bisschen... Boah, wir müssen hier noch viel mehr Baustellen aufmachen, sehe ich gerade. Ach nee, das hier ist ja das Haus im Bau. Wo habe ich denn jetzt gerade drauf geklickt? Ich glaube, ich war da drauf. Ja, die Hütten sind ein bisschen überbevölkert. Und hier, unser Taylor hat immer noch keine... Das gibt's doch gar nicht, dass der keine Felle bekommt. Ich muss gerade mal gucken, ob ich vielleicht eine Produktion vergessen habe. Das haben wir hier in Quarry, hatten wir schon. Mine haben wir gebaut. Taverne ist schon geplant. Blacksmith, was haben wir hier? Bisschen doof ist das hier mit den Schafen, dass wir keine Schafe mehr haben. Ich hatte zwar gesagt, die sollen 4 Stück zurückbehalten, aber irgendwie haben die das nicht gemacht. Oh, jetzt ist die Kirche fertig. Und jetzt müssen wir jemanden dazusetzen, nämlich einen Cleric. Das werden wir jetzt auch tun. So. Und 95 Members haben wir. Sehr schön.
Da fehlt mir ein Menü da drüben. Das müssen wir jetzt noch dazu machen. Das ist nämlich das hier. Und jetzt müsste doch auch die Zufriedenheit in die Luft gehen. Geradezu sprunghaft müsste die in die Luft gehen. Gut, wir machen jetzt einfach mal hier noch ein paar Baustellen auf. Haben wir überhaupt Steine? Ich habe das schon wieder geschlossen. So. Steine läuft und wir kriegen Kohle, haben wir noch nicht. Achso, ich habe noch niemand hingeschickt. Gut, dann gucken wir mal. Ich meine, das ist tatsächlich ein Spiel. Ihr bekommt irgendwie 17 Leute dazu. Und was ist? Ihr habt immer noch nicht genug Arbeiter. Das ist tatsächlich so eine Sache, die bei dem Spiel ziemlich schwierig ist. Denn so viele Leute, wie man für das Spiel braucht, kriegt man gar nicht zusammen. So, Feuerholz haben wir jetzt 1700. Na, ich würde mal sagen, so, um sicher zu gehen, dass mir das nicht wieder irgendwie hier abhanden kommt, lassen wir das mal auf 2000 ansteigen. Wenn wir 2000. Jetzt hat jemand Hunger. Es hat jemand Hunger, wo wir 8900 Essen auf. Haben. Ja, gut, das hat sich jetzt auch erledigt. Gut. Vielleicht müssen wir einfach unseren Marktplatz auch noch ein bisschen besser bestücken. Da sind ja erst 6 Leute von 12. Und wir haben einen erwachsenen Einwohner weniger. Es ist also schon wieder jemand gestorben. Neue Häuser angucken. Hier sind also... Ja, ein Pärchen hat da schon ist da schon eingezogen. Hier auch. Und wir haben die Baustellen hier am Laufen. Steine fehlen noch ein bisschen. Und hier fehlt auch noch ein bisschen Steinzeugs. Ja genau, den Steinbruch musste ich ja leider deaktivieren. Eine Person hat keine Unterkunft. Wer ist denn das? Hallo? Wem fehlt denn hier an Unterkunft? So, die Steinproduktion hätte ich ja gerne so ein bisschen langsam noch am Laufen. Das machen wir jetzt im Winter wieder. Ja, das ist doch schon mal schön hier. Guck mal, die Kirche ist fertig. Hier wird auch mal was in unserem Stockpile am Marktplatz gelagert. Der Stockpile ist total überladet. So, hier läuft's. Hier auch. Wir haben Herbst und die Felder sind noch nicht abgeerntet. Ich hoffe, ihr kriegt das noch gebacken, bevor jetzt gleich hier der Winter kommt. Wir gucken mal hier rein. Also es gibt auf jeden Fall genug Pumpkins. Wir werden im nächsten Jahr mal mehr Kartoffeln produzieren. Denn Kartoffeln sind einfach zu wenig da. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir irgendwas Neues noch? Nee. Ah, jetzt kommt der Winter und da gehen uns die ganzen Pflanzen drauf. Ach, das mit dem Winter, das ist auch so eine Sache. Minus 1 Grad, da erfrieren jetzt alle Pflanzen. So, jetzt ist vorbei. Hier stehen noch ein paar Körbe. Könnt ihr die noch wegräumen? So, wir reduzieren hier schon mal auf 5. Und tun 10 in die Steinmine und 10 tun wir in die... Jetzt tun wir die Farm ganz deaktivieren, machen hier 10 in die Mine. Gut. Ich würde sagen, baut noch mal ein paar Häuschen mehr.
Achso, das geht nicht, gell? Ja, keine. Ja, ich sehe es ein. Es gibt kein Baumaterial. Das ist auch hier gerade bezogen worden. Das ist schon mal hier. Hier laufen die Bauarbeiten noch. Da ist gar keine Straße. Da müssen wir die Straße bauen. Straße? So, ein Sträßchen dahin. Und wie sieht es jetzt aus? Da im Steinbruch wird jetzt schön wenig Stein abgehauen, denn irgendwie sind die ja total lahm. Habt ihr gesehen, was ist genauso wie ich euch jetzt gesagt habe, das Sammeln von Oberflächensteinen, das geht viel schneller wie hier aus dem Steinbruch. Und unsere Mine läuft auch. Und die hat überhaupt keine Straße. Schwere Pflichtverletzung hier. So, Straße gebaut. Und wir müssen mal gucken, dass wir jetzt noch ein paar mehr Leute einsetzen, die hier auf dem Marktplatz gucken, dass die Sachen hin und her transportiert bekommen. Ihr müsst immer einen Blick haben auf alles, was hier so ist. Also Holz haben wir jetzt noch 250. Das ist natürlich ziemlich wenig. Da müssten wir jetzt schon gleich nachsteuern und müssten gucken, dass wir mehr Förster einsetzen. Die Herbalist lassen wir lieber mal, solange wir hier die Krankheit haben. Die Krankheit ist weg. Gut, sehr gut, sehr gut. Wie sieht's denn aus mit Leder? Leder sieht scheiße aus. Hm. Hier ist Wolle, aber leider sind die Schafe weg. Und habt ihr gesehen, wie schnell es hier Winter wird? Da tut es einen Schlag und schon ist es wieder, haben wir minus 3 Grad. So, dann müssen wir hier Mine und Steinbruch leider wieder schließen. Das sind ja immer unsere Winterprojekte. Und wir machen jetzt hier die Leute wieder rein. So, der nächste Händler kommt. Wir sagen, baut mal hier weiter. Eigentlich machen wir jetzt mal die beiden hier noch auf. So. Und jetzt gucken wir mal, was der Händler so mitbringt. So. Der Händler hat mitgebracht Pfirsichsamen, die können wir nicht gebrauchen. Das ist doof. Somit wäre der Händler abgehandelt. Das ging ja schnell. Und hier ist jemand, der hat kein Zuhause. Das kann ich jetzt nicht verstehen, denn wir haben ja gerade hier noch neue Hütten gebaut. Der Lehrer und die Pfarrersfrau wohnen zusammen. Frau Pfarrer. So, mal gucken. Wir haben jetzt keine Leute, die in dem Steinbruch arbeiten. Eigentlich müssten wir mehr Leute in den Steinbruch setzen. Kohle haben wir schon 30 gesammelt. Und wie war das denn mit der Kohle? Wenn wir Kohle haben, dann können wir doch jetzt hier... Dann können wir doch jetzt hier in der Schmiede, von der ich immer nicht weiß, welches Haus es ist. Hier? Ja. Dann können wir doch jetzt hier Eisen aussuchen, oder? Ich meine Stahlwerkzeuge. Ja, das machen wir jetzt mal. Jetzt machen wir Stahlwerkzeuge. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben hier irgendwie, das klappt hier nicht so richtig mit dem
Mit der Kleidung klappt irgendwie nicht. Ich dachte, das kommt hier durch die... durch die Hunter, dass die das sammeln würden. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich bin so richtig traurig, dass unsere Schafe alle weg sind. Hier steht, controls the number of animals to keep in the pasture. Okay. Kontrolliert die Anzahl der Tiere, die hier drin bleiben. Alles über dieser Anzahl wird geschlachtet. Aber wir hatten doch den Hebel ganz hier oben. Mann. Das ist echt doof. Wir gucken mal, ob wir hier noch was einlagern können. Inventory. Hier geht auch unser Leder hin. Wir setzen das Leder mal auf 0. Weil ich will nämlich eigentlich gerne, dass wir erstmal hier Kleidung bekommen, bevor es dann hier irgendwie an sonst wen verteilt wird. So, mal gucken, wie es hier so aussieht. Wir haben momentan von nichts irgendwie viel. Und hier unten. Also. Ach, wir wollten ja weniger. Wir wollten weniger Kürbisse anbauen. Feuerholz. Feuerholz. Tun wir mal 1000 machen. Denn das kann man relativ leicht produzieren, wenn die Förster es zwischendurch schaffen, irgendwie die Bäume zu fällen. Was haben wir denn noch hier? So, was können wir denn noch verkaufen? Herbs haben wir nicht so viele. Da ist ja auch so, dass wir noch nicht die... Wisst ihr was? Fische tun wir nochmal dazu. Fische, Fische. Fische machen wir mal 500. So, ihr müsst hier mindestens einen Trader drin haben, damit die Sachen auch eingelagert werden. Denn es nutzt euch nichts, wenn ihr das hier einstellt und ihr keinen Trader drin habt, dann werden die Sachen nicht hier hingeliefert und ihr könnt damit nicht handeln, weil ihr es gerade gar nicht vorrätig habt. Also, hier Pfirsichsamen handeln brauchen wir nicht. Haben wir en masse. Kürbisse laufen wie Sau hier unten. Wir hätten vielleicht ihm noch sagen sollen, dass er was mitbringt, aber das haben wir jetzt vergessen. So. Unsere Leute sind momentan sehr zufrieden. Also die Taverne können wir uns noch momentan noch ein bisschen aufsparen. Wie sieht es hier mit den Baustellen aus? Es fehlt an Steinen. Das habe ich mir fast gedacht. So, wir haben hier 4 Bauleute, brauchen wir. 2 haben wir. Die ziehen wir aber erstmal ab, da wir keine Steine haben. So. Jetzt haben wir natürlich 5 Leute, die durch die Gegend eiern. Dann würde ich sagen... dann würde ich sagen, wir setzen die mal... Ich möchte jetzt gerne hier die Optionen soweit immer gefüllt lassen. Wir machen jetzt mal hier die Fische ein bisschen voller. Und wir gucken, dass wir mit unserer Bevölkerung jetzt alle Dienste, die wir hier so haben, auch voll besetzen. Denn damit haben wir dann Überproduktion und können da was verkaufen und können neue Sachen kaufen. Ihr habt ja gesehen, die Samen sind total teuer. Grad sind gerade nur. Aber Sonnenschein haben wir jetzt. So, durch die neuen Häuschen hoffe ich, dass jetzt mal hier Kinder wieder dazu kommen. Also 2 Kinder haben wir schon. Und was fehlt? Loks fehlt. Ja, aber ich habe jetzt Förster habe ich echt genug eingesetzt. Es ist wirklich so, dass das ein bisschen ärgerlich ist mit euch Förstern, dass ihr es nicht gebacken bekommt, mehr zu arbeiten. Also gut, dann setzen wir die 2 Leute noch zu den Förstern. Tun notgedrungen das hier auch nochmal reduzieren. Und vielleicht die Fischer nochmal reduzieren. So. Jetzt sind die Förster voll besetzt. Aber jetzt will ich auch sehen, dass hier was zusammenkommt. Und schon wieder neigt sich das Jahr zum Ende. Wir haben
Wir müssen gleich dran denken, wenn jetzt hier abgeerntet ist, dass wir dann hier unten mal was Neues anpflanzen. Ich hätte ja gerne mal Korn oder sowas. Dafür müssen wir wieder einen Händler haben. Mal gucken, ob der irgendwo schon jemand herumkommt. Hier unten sieht es nicht so aus. Hier auch nicht. Schade. Wir haben schon 24 von 60 Gräbern. Das ist wirklich schlecht. Wir sind aber bei 13.000 Nahrung. Das heißt, Nahrung ist jetzt nicht so das Problem. Oh. Ich werde mal einfach unsere Woodcutter reduzieren. Was ist hier los? Die Kohle ist weg, oder? Ja, die Kohle ist weg. Dann machen wir wieder Eisenwerkzeuge. Gut. Und du hier hinten, jetzt hast du irgendwie Leder. Okay. Achso, wir hatten das Leder ja hier rausgeschmissen. Ja, das war eine gute Idee. Also, nicht das Leder hier vorne einlagern. Jetzt müssten wir hier eigentlich Leder haben irgendwo. Gut. Die Förster sind voll besetzt. Und für diesen Winter würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir das so. Was heißt hier voll? Ach so. Nee. Das machen wir hier lieber noch mehr. Dann machen wir hier auf 18.000. Mir ist das zu wenig. Holt das nochmal rein. Und dann sollen die im Steinbruch arbeiten und die restlichen Leute schicke ich in die Mine. Kann man schon mal zwei Leute hinschicken. Ah, jetzt können wir auch hier schon reduzieren auf 5. So, Steinbruch voll besetzen. Und jetzt sind die Felder eh nicht bestückt, dann machen wir das mal so. Und tun 8 Leute in die Mine schicken, die machen nur Kohle. Und die Steinleute tun hier Steine. Und vielleicht tun wir einfach auch noch mal hier... Ja, die laufen so weit, um hier hinten die Steine zu holen. Das bringt's, glaube ich, nicht. Aber ich hatte doch eben noch was entdeckt. Hier oben ist noch ein bisschen Eisen. Eisen und hier ist auch Eisen. Naja, das läuft ja jetzt erstmal. Also wir haben Nahrung, haben wir jetzt 13.000. Also 5.000 Nahrung ist tatsächlich weggegangen. Das ist ja schon mal ein ganz schönes Ding. Was ist hier los? Taverne ist gestoppt. Ja, das haben wir ja gemacht. Genau. So, Steine sollten jetzt reinkommen. Wie sieht's aus mit Kindern? 11 Kinder. Gut. Und hier konnten wir irgendwie keine Häuschen mehr setzen. Hier könnten wir aber noch ein Häuschen dran setzen. Hier sieht's schlecht aus. Hier können wir noch ein Häuschen hinsetzen. Und vielleicht sogar noch eins daneben. Oh, ich habe es verkehrt umgesetzt. Oh. Wie hebt man das auf? Das da weg? Nee, das war's nicht. Ach, Gebäude weg. So, Structure weg. So, jetzt nochmal. Hütte. Stein dahin drehen, setzen. Gut. Aber nicht so viele gleichzeitig bauen. So. So. So.
Und hier muss die Straße noch erweitert werden. So. Und wir lassen zwei Baustellen laufen. So, die Förster sind voll besetzt. Die machen aber nur 40 Baumstämme hier gefällt. Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen schlecht aus auch hier. Vielleicht noch einen Förster bauen. Ich meine, ich habe ja auch immer den Nachteil. Ich baue ja immer Förster. Also das hier ist mein Förster. Ihr seht den Nachteil. Im Großteil seines Gebietes kann er gar nicht förstern, weil da ist einfach... Ja, ihr wisst, was ich meine. So, deswegen sollten wir vielleicht mal hier hinten einen Förster bauen. Der natürlich dann ewig weit weg ist. Lass uns nochmal gucken, wo wir noch bauen können. Wir könnten hier einen hinbauen. Der wäre auch dann nicht so weit weg von... Oder hier. So, ein Händler ist da. Wir haben zu wenig Loks. Ja, ich weiß. So, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo wir den nächsten... Wir müssen auf jeden Fall noch einen Förster bauen, der effektiver arbeiten kann. Wir werden mal schauen. Das ist nicht das, was ich hier... Forrester Lodge. Wie wäre es denn hier? Nee, ich hätte gerne wirklich mal so ein Feld, wo er wirklich... Hier, das wäre doch gut. Hier und dann noch einen, der... Noch einen, der... Hier so arbeitet. Und lustigerweise weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo die Baustellen waren. Die lassen wir einfach mal offen. So, und es ist Early Spring, das heißt, wir müssen hier wieder die Leute abziehen. Und wir machen die Felder wieder auf. Moment. Hier Kartoffel. Kartoffel. Und jetzt gucken wir, was der Händler so mitgebracht hat. Trade, der hat Ale mitgebracht. 66 Ale. Und will dafür 500 so und so viel haben. Ja, da würde ich sagen, geben wir ihm einfach mal das hier und sagen Trade. So, dann bestellen wir was. Was wollen wir haben? Ale wollen wir natürlich haben. Wir wollen haben Kohle. Iron. Wir bestellen auch mal Warmcoats. Wir müssen es ja nicht abnehmen. Wolle bestellen wir. Wolljacken bestellen wir auch mal. Das müssen wir ja hier nicht abnehmen. Wir gucken mal, wie es dann so läuft. So, wir sind alle auf einfacher Geschwindigkeit. Und gucken mal, es gibt jetzt gerade Holz, kommt wieder rein. So, der Anbau beginnt. Der Frühling ist gekommen. Es fängt an zu regnen. Wunderschönes Banished-Wetter. Hier unten werden irgendwo, da werden unsere Holzfäller schon gebaut. Den müssen wir jetzt gerade noch die Straßenanbindung schaffen. Und zwar machen wir das mal so. Und da das so weit weg ist, würde ich sagen, geben wir den in einen eigenen Stockpile. Nämlich hier oben hin. Und wir machen ein eigenes Lagerhaus. Das bauen wir hier an die Straße. Was nicht passt. Wir bauen es hier an die Straße. So, jetzt sollen die erstmal bauen. Wir haben jetzt 12 Leute, die jetzt hier damit beschäftigt sind, das zu machen. Und das möchte ich jetzt auch ein bisschen forcieren.
Die Förster können wir nicht abziehen, aber wir ziehen jetzt einfach vom Marktplatz nochmal zwei Leute ab. Farm möchte ich jetzt auch nicht reduzieren. Und wie es weitergeht damit, das sehen wir in der nächsten Folge. Denn für diese Folge haben unsere Leute jetzt erstmal genug gemacht. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis dann. Tschüss.